Ja, willkommen zu einem neuen Video von mir, wieder mal mit der JavaScript-Serie. Und heute geht es darum, was passiert eigentlich, wenn wir eine Funktion mit zu vielen oder zu wenigen Parametern ausführen. Was passiert dann? Und das probieren wir einfach mal aus. Machen wir erstmal das Beispiel mit zu vielen. Function f erwartet den Parameter a und soll den ausgeben. Console.log a. Wenn ich das jetzt ausführe, meinetwegen mit 4 als Parameter, dann gibt es 4 aus. Alles kein Problem. Was passiert aber, wenn ich hier jetzt irgendwas anderes noch reinschreibe? Kommt dann ein Fehler? Oder was passiert dann? Und was wird ausgegeben vor allem? Probieren wir es aus. Es wird 4 ausgegeben. Denn das ganze Ding passiert folgendermaßen. Kann man sich zumindest so vorstellen. Das Teil schneidet einfach quasi für die Ausführung, fürs Erste. Nein, das JavaScript macht es so, es schaut, der erste Parameter wird in den ersten Parameter der Liste gesteckt. Der zweite Parameter wird in den zweiten Parameter der Liste gesteckt. Allerdings dieses Reinstecken funktioniert, macht JavaScript nur dann, wenn es auch wirklich diesen Parameter in der Liste gibt. Also hier beim zweiten findet es in der Liste keinen zweiten Parameter und macht deswegen mit dem einfach erstmal scheinbar nichts. Eigentlich nämlich doch, was gleich jetzt kommt. Und zwar, wir haben jetzt gesehen, wenn man zu viele Parameter hat, dann funktioniert das. Es wird halt, werden halt immer nur die ersten passend verarbeitet. Die anderen sind einfach quasi überflüssig. Allerdings gibt es eine Möglichkeit, jetzt an diese Parameter heranzukommen. Und zwar geht das mit dem Objekt Arguments. Das hat jede Funktion. Also, wenn ich sage console.log arguments und das mal mache, dann ist hier ein Objekt, das all diese Argumente, die man übergeben hat, beinhaltet. Das können auch, wer weiß, wie viele sein. So zum Beispiel, das steckt jetzt alles in diesem Objekt. Und jetzt kann ich zum Beispiel dieses Objekt so verwenden, als wäre das ein Array. Also ich kann sagen, Spitze Klammer auf, Spitze Klammer zu, 0. Und an dieser Stelle müsste dann ja 4 sein. Ist auch so. Und ich kann sagen, anstelle 7, 57 ist da drin. Was passiert aber, wenn ich hier jetzt zu viel eingebe? Probieren wir es aus. Kommt undefined. Also, wenn man zu viel eingibt, macht es nicht wirklich viel Sinn. So, jetzt aber das Gegenteil. Was passiert, wenn ich hier in diese Funktion zwar einen Parameter erwarte, aber keinen übergebe? Erstmal funktioniert es so. Ja, es funktioniert so. Es kommt ja kein Fehler. Allerdings, diese Arguments sind jetzt natürlich leer. Da steht halt nichts drin, weil man keine Argumente übergeben hat. Und was würde passieren, wenn ich a jetzt ausgebe? Naja, undefined. Denn wir haben a ja keinen Wert gegeben. Das heißt, a wird wie eine Variable gehandhabt, der man keinen Wert gibt, sozusagen.
alle Parameter, die zu wenig eingegeben wurden, die aber trotzdem in der Liste stehen, sind also undefined. Das bedeutet, mal angenommen, wir bauen unseren Farbkonstruktor nach. Function color RGBA. Jetzt können wir schauen, erstmal ist A denn jetzt überhaupt, hat A denn jetzt überhaupt einen Wert? Das können wir uns ausgeben lassen. Console.log A. Wenn ich jetzt sage color, also ich benutze das jetzt nicht als Konstruktor, sondern einfach nur als kurzes Beispiel. Wenn ich sage color 1, 2, 3, 4 und color 1, 2, 3, kommt Folgendes auf die Konsole. Erstmal 4, weil hier ja 4 an die Stelle von A geschrieben wurde und deswegen hat A den Wert 4 und hier dann undefined, weil hier ja kein Wert für A übergeben wurde und deswegen ist der halt undefined. So, im nächsten Video allerdings werden wir uns etwas anschauen, was relativ interessant ist und womit wir dann später auch tatsächlich sagen können, hey, wenn das A jetzt keinen Wert hat, dann nimm doch bitte irgendwie meinetwegen 255 als Alpha-Wert. Das könnten wir dann damit machen und zwar relativ problemlos. Allerdings wie und warum, dazu im nächsten Video mehr. So, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, man hat es verstanden, was erklärt wurde, sonst einfach nachfragen. Und bis zum nächsten Mal.